Spannender Wasserball-Krimi im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Die Wasserfreunde Spandau 04 entscheiden das dritte Spiel der Best-of-Five-Serie gegen Waspu 98 Hannover knapp mit 14:13 für sich und sind deshalb wieder zurück im Titelrennen. Jeder hat, glaube ich, nochmal eine Schippe draufgepackt. Wir haben als Team zusammengekämpft. Jeder hat gezeigt, was er kann. Und das ist eigentlich unsere, ja, so ist unsere Leistung. Nach einem kleinen 9:11 Dämpfer am Vortag sind die Gastgeber in den dunklen Kappen wieder hochmotiviert. In der heimischen Schwimmhalle unterwegs besetzen die Räume prompt stark und spielen mit viel Tempo. Insbesondere der talentierte Yannick Chiru schafft mit seinem Treffer zum 3:1 schon mal ein kleines Polster. Zwar leisten sich die Berliner noch den ein oder anderen Fehlversuch, aber lediglich ein Gegentreffer landet im Kasten von Laszlo Baksa. Im zweiten Viertel gelingt dann nach vorne fast alles. Dimitri Kolot, Maurice Jüngling und erneut Yannick Chiru sorgen bis kurz vor dem Seitenwechsel für einen beruhigenden 11:6 Vorsprung. Wir haben zu viele Konter zugelassen. Dadurch haben wir Spandau ins Spiel gebracht. Das wollten wir eigentlich verhindern. Die zweite Spielhälfte soll sich als noch ereignisreicher erweisen. Schließlich gehört den Gästen zunächst die erste Aktion. Aber nach toller Abwehr von Keeper Laszlo Baksa läuft schon wieder das Berliner Angriffsspiel. Mit einem tollen Treffer von Matthieu Tschuk ziehen die Spandauer mit 12:6 davon. Jedoch hält das nicht lange an, denn die Hannoveraner nehmen Fahrt auf und verkürzen aus der Distanz. Vor allem hier präsentieren sich die Wasserfreunde in Unterzahl mitunter etwas orientierungslos und haben in der Verteidigung so ihre Probleme, sich ordentlich zu positionieren. Grund dafür ist die rote Karte für Stammspieler Dimitri Kolot und zwei Strafe. Auch zum Ärgernis des Berliner Keepers. Die Gäste aus Hannover halten sich dagegen ja wacker und jetzt schon souverän und können durch einen Hattrick von Topscorer Alexander Radovic auf 13:12 verkürzen. Eine echte Zitterpartie für die Spandauer. Doch am Ende behält der Hauptstadtclub mit 14:13 die Oberhand. Es gab viele Rauschrollen und dann sind die nochmal rangekommen, aber wir konnten dann den Sieg zum Glück noch bei uns behalten. Mit dem Sieg über Waspu Hannover haben die Wasserfreunde den ersten Matchball abgewehrt. Sie müssen aber auch zwingend das nächste Spiel in Hannover gewinnen. Nur so bleiben sie im Titelkampf voll mit dabei. Wir sind Rekordmeister. Wir waren jahrelang, haben wir die Meisterschaft immer geholt. Und denen so einfach das zu machen, jetzt hier bei uns in der Halle, das wollten wir nicht. Und wir werden es hier noch weiterhin nicht einfach machen. Ob es dann erneut zu einem Wasserball-Krimi in der Schöneberger Schwimmhalle kommt oder Waspu die deutsche Meisterschaft vorher klar macht, wird sich erst am Mittwochabend entscheiden. So oder so, Spannung ist garantiert.